Hallo, ich bin Dr. Dania Schumann und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und schön, dass du da bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode habe ich einen besonderen Gast im Interview und zwar geht es um das Thema Vastu Shastra und ich habe mir Marc Lüllmann dazu eingeladen, der mich aktuell auch bei einem Bauprojekt unterstützt auf Bali. Und Vastu Shastra ist die Architektur, wie sie in den Veden beschrieben wird. Und hier gibt es einige Prinzipien, wie wir zum einen Gebäude nach diesen Prinzipien ausrichten können, damit die Energie besser fließt, aber natürlich auch, wie wir Räume ausrichten können. Und das ist vor allen Dingen in dem Fall wichtig, wo schon etwas gebaut wurde, was jetzt vielleicht nicht Vastu-Prinzipien entspricht. Es geht immer darum, das Wohlbefinden der Bewohner zu steigern und es geht darum, auch ja wirklich das Individuum in seinem Potenzial zu unterstützen. Aber ich möchte gar nicht zu viel vorab verraten, sondern heiße Marc Lüllmann ganz herzlich zum Interview willkommen. Hallo, lieber Marc. Ich freue mich riesig, dass du bei mir heute im Podcast bist, The Science of Life, zu einem Thema, was mich aktuell, wie du weißt, sehr beschäftigt, weil ich selber involviert bin. Und zwar ist das Thema Vastu Shastra. Und das ist die Lehre des Raums, sagt man so schön im Ayurveda, oder du erklärst das sicherlich gleich nochmal besser. Bevor wir tiefer einsteigen, da stell dich doch gerne erstmal kurz vor, wer bist du, was machst du und dann steigen wir ein, was ist eigentlich Vastu Shastra? Gerne, gerne. Danke, liebe Dania, dass ich hier sein darf und ein bisschen über das Vastu und natürlich auch meine Geschichte erzählen darf. Meine Geschichte ist eigentlich gerade das Gegenteil von dem, was man denkt. Ich komme ursprünglich aus der Informatik und wusste aber, ich werde nicht alt dort, weil das hat mir nicht die Befriedigung gegeben, die ich eigentlich suche im Leben. Ich möchte mit meiner Zeit, die ich in die Berufstätigkeit investiere, auch wirklich was bewegen, sowohl für die Umwelt wie die Menschen etc. Und habe das dann einfach mal so ans Universum geschickt und bin dann später auf zwei große Reisen gegangen, zuerst nach Australien, später nach Indien. Und ja, du kannst dir vorstellen, dass wahrscheinlich gerade in Indien dann der Knopf aufgegangen ist. Ja, ich vielleicht was Kurzes zu mir. Ich habe nebst der kaufmännischen Ausbildung auch eben die Zeit in der Informatik verbracht und habe zwei Kinder, eine 17-jährige Tochter und einen 3-jährigen Sohn. Ich hoffe, den hört man nicht zu sehr im späteren Verlauf. Ja, sehr schön, vielen Dank. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, was hast du in Indien gemacht und wie bist du zum Vastu Shastra gekommen? Ja, ich bin eigentlich auf der ersten Reise eigentlich schon mal so ein bisschen habe ich mich geöffnet in Richtung Spiritualität, Meditation und so weiter. Das hat mich dann wahnsinnig Wunder genommen, was es da alles gibt. Und ich habe da auch verschiedene Retreats schon mitgemacht in Australien und habe dann natürlich von den Veden gehört, die vedischen Schriften auch angefangen zu lesen. Und wie ich dann bin, ich will das immer in Natur sehen. Also ich will sehen, wo kommt das her, wie leben die Menschen dort noch? Und habe mich dann in Indien eigentlich wirklich so ein bisschen wie auf eine Pilgerreise begeben. Also ich habe bewusst die großen Städte vermieden, bin immer schön aufs Land, bin zuerst mal Richtung Himalaya, also wirklich an die nördlichste Spitze von Indien, war nicht mehr weit weg von Tibet und Nepal. Da waren so zwei ganz alte Tempelstädte. Das eine war Badrinath, das andere Kedarnath. Und die haben mir unglaublich Eindruck hinterlassen. Also generell hat mich eigentlich in Indien vor allem die Spiritualität interessiert und darum bin ich dann wirklich an diese Orte, wo es geheißen hat,
Also wenn du dahin gehst, wirst du schöne Erfahrungen machen etc. So war es dann auch. Habe sowohl im Himalaya wie aber auch ganz im Süden von Indien immer wieder diese Tempelstädte besucht. Ich wusste noch nicht, was mir blüht aus dieser Erfahrung. Gerade in Südindien, da gab es Sri Rangam, Rameshwaram, die mir großen Eindruck hinterlassen haben, weil das einfach so, die Tempelstädte, die pulsierten noch so von Leben, obwohl das Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende alte Gebäude waren. Was hier im Westen würde man es einfach für die Touristen offen lassen, man würde Eintritt zahlen etc., aber dort ist es gerade umgekehrt. Also die Inder, die Leute, die dort leben, gehen regelmäßig dort rein. Dann ist es auch eine Pilgerstätte, wo Leute aus ganz Indien und aus der ganzen Welt dahin pilgern. Und was mich am meisten erstaunt hat, da leben wirklich noch die Leute in diesen alten Tempelstätten. Die haben ihre Shops, die haben ihre Cafés, die haben ihre, ja, wo sie die Girlanden verkaufen und so weiter. Und je tiefer man reinkam, desto heiliger wurde es. Da waren dann die Brahmanen, die vedischen Priester, die die Verehrung sichergestellt haben. Und ich war dann eigentlich wirklich überrascht, mit wie viel Leben, dass diese alten Objekte noch belebt waren. Und das hat mir großen Eindruck hinterlassen. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen aus Indien und diese Erfahrung. Und wie hast du dann zum Vastu Shastra gefunden? Du hast es auch in Indien gelernt mit Lehrern. Wie war da deine Reise? Ja, das war erstaunlich. Ich habe die Vastu-Erfahrung zuerst gemacht und habe noch gar nicht dran gedacht, dass ich das je lernen könnte. Ich habe nicht mal gewusst, dass es da so eine ganz klare Architekturlehre dahinter gibt. Und es war dann eigentlich erst, wo ich wieder zurück in Europa war und einem Yoga-Retreat teilgenommen habe, dass ich meinem damaligen Lehrer, dem Marco Schmieke, begegnet bin, der seine Bücher ausgestellt hatte über Vastu. Und so wie du fragst, was ist denn Vastu, das habe ich den auch gefragt. Und da sagt er, ja, es ist eine Architekturlehre aus dem alten Indien, also konkret aus der vedischen Zeit, wird auch in den vedischen Schriften beschrieben. Und ich so, oh, das ist aber nicht etwa die Architekturlehre, nach denen die Paläste und die alten Tempelstädte in Süd, aber auch in Nordindien gebaut sind. Und er, doch, das ist genau das. Und ich habe gesagt, du, also dann an Ort und Stelle habe ich mich eingeschrieben für diese Ausbildung. Das war im 2001, welche ich dann im 2002 begonnen habe, 2004 dann mit einem Diplom abgeschlossen habe. Und von da weg habe ich mich eigentlich immer tiefer dem Vastu verschrieben und habe dann gemerkt, irgendwann war es dann Zeit, noch tiefer reinzusteigen. Ich wollte dann wirklich so die Tradition des Vastus noch voll und ganz verstehen, was alles dazugehört, wie bei einem Bau man auch verschiedene Etappen mit einer kleinen Zeremonie durchführt, von Spatenstich bis Grundsteinlegung etc. Und ich wusste, das lernt man eigentlich am besten bei einem traditionellen Vastu Stapati, also einem Vastu-Architekten, und habe dann den Weg eigentlich zur Linie von Dr. Ganapati Stapati gefunden, habe dann in dieser Linie bei verschiedenen Lehren auch lernen dürfen, und das war für mich wirklich so der große Durchbruch, noch diesen Feinschliff im Vastu zu bekommen. Ja, super schön. Das hört sich tief an und vielfältig und traditionell, und da ist natürlich die Frage, okay, zum einen, ja, wie behält man diese Tradition aufrecht, und zum anderen, wie kann man vielleicht auch Räume wieder öffnen und das Ganze nicht zu starr sehen. Aber bevor wir da vielleicht nochmal tiefer drauf eingehen, vielleicht erstmal, was sind Grundprinzipien vom Vastu, die es zu beachten geht? Also ne, du hast gesagt, es ist die Architektur, aber es ist natürlich auch viel mehr. Also man muss nicht von Anfang an ein Haus so bauen, sondern man kann Räume danach ausrichten, auch im Nachhinein. Aber vielleicht fangen wir erstmal bei den Basics an, sozusagen. Ja, gerne. Wenn wir eigentlich ein Vastu-Objekt bauen, kann man das wirklich vergleichen, wie wenn wir ein Instrument bauen. Wir waren mal kürzlich bei einem Geigenbauer in Zürich, in der Altstadt, so richtig dieser typische Geigenbaumeister, wie es wahrscheinlich Stradivari auch gewesen war, und haben ihn gefragt, ja, was macht denn eigentlich so ein Meisterstück aus im Vergleich zu einer
Massenanfertigungsgeige. Und dann hat er gesagt, ja, das beginnt eigentlich bei der Auswahl des Baumes, dass man den Baum im Wald schon durch Klopfen abhört, ist das der richtige Baum, dass man dann alles aus einem Material, aus einem Guss macht. Aber dann das Wichtigste ist eigentlich der Resonanzkörper, den man dann schafft. Da hat er gesagt, man schaut wirklich, dass jedes Teil dieser Geige aufeinander abgestimmt ist. Dass man also der untere Teil ist vielleicht 2/3 vom oberen Teil, der 1/3 ausmacht, der Geigenhals ist wieder in einer ganz klaren Proportion zum Rest. Bis aufs kleinste Teil wird eigentlich dann wirklich sehr eng mit diesen Maßen und Proportionen gearbeitet, mit dem Ziel, einen Resonanzkörper zu schaffen, wo in der Analogie jetzt zum Haus, wir sind die Saite und ohne den Resonanzkörper würde die Saite nicht ihr volles Potenzial entfalten können. Sprich, es braucht bei der Geige den Geigenbauch, der die Saite dann, die ja vibriert, den Klang auch wirklich aus dem Vollen schöpft und den zum Hören bringt. So ist es bei uns, wenn wir uns einfach in ein Haus begeben, dann mag es Glück sein, dass wir in ein gutes Haus reingehen oder wir haben Pech und es ist kein so gutes Haus, wir werden nicht unterstützt in unserem Potenzial. Und mit Vastu haben wir dann eben das Werkzeug, dass wir genau wissen, dass wenn wir ein Haus planen und umsetzen, dass es dann eben ein Meisterstück wird, das unser Potenzial zu 100% hervorbringt. Ja, das ist so ein bisschen der Kern vom Vastu. Und dann gibt es natürlich ganz viele einzelne Aspekte. Also vielleicht noch was anderes ganz Wichtiges, also zwei wichtige Sachen ist, dass unsere Vorväter, wenn die alte Gebäude gebaut haben, sei es alte Bauernhöfe, sei es aber auch Kirchen, Dome, Klöster etc., dann schaut man, kann man auf dem Google Maps und Google Earth selbst nachschauen, also die großen berühmten Gebäude, ich sage mal Kölner Dom, der Petersdom in Vatikan, der Deutsche Reichstag etc., das sind alles Gebäude, die zu 0 Grad ausgerichtet sind, also zu ganz exakt nach Nord, Süd, Ost, West ausgerichtet sind, weil man dann einfach mehr in die Kraft kommt und man eigentlich die Gebäude wunderbar mit Mutter Erde verbindet. Und wenn man das gemacht hat, kommt eigentlich gerade das Zweite, dass man das Zentrum freilässt, das sogenannte Brahmastan, sagt man das in Sanskrit. Bei den Römern war das zum Beispiel das Atrium, der Herzraum. Wenn der frei ist, dann fließen die Energien oder eben anders ausgedrückt, da kommt der Resonanzkörper zu 100% zum Tragen. Das sind zum Beispiel jetzt mal 3 Prinzipien gewesen, die wir anwenden, wenn wir ein neues Haus bauen. Umfangmaß, einen schönen Resonanzkörper, ein freies Zentrum und eine gute Ausrichtung vom Objekt zu den Haupthimmelsrichtungen. Und dann ist ja noch so spannend, dass der Bewohner auch so einen wichtigen Stellenwert hat im Vastu. Und da wird mit der Astrologie gearbeitet, beziehungsweise mit dem Geburtsdatum. Auch die vedische Astrologie ist ja sehr versiert. Wie kommt das zustande? Genau, jetzt kommt natürlich diese Ganzheitlichkeit dieser vedischen Künste. Du hast es angesprochen, das Jyotish, die vedische Astrologie. Es kommt aber eigentlich gerade gleichzeitig auch das Ayurveda zum Zuge, indem dass wir eigentlich versuchen herauszufinden, welche Konstitution, welches Dosha haben die Bewohner, die jetzt in dieses Haus einziehen. Wenn man jetzt eine Planung macht, nach Vastu, berücksichtigt man eigentlich die Geburtszeitpunkte aller zukünftigen Bewohner. Also die regelmäßig drin wohnen, da schaut man insbesondere auf ein sogenanntes Nakshatra, das ist ein Mondstern. Es gibt um den Horizont verteilt 27 Fixsterne und zum Zeitpunkt der Geburt war der Mond in der Nähe von einem dieser 27 Fixsterne. Man kann es ein bisschen vergleichen wie ein Sternzeichen. Es hat auch eine ganze Qualität, die dann mitkommt oder einem gegeben wird, mit auf den Lebensweg. Und wenn man das berücksichtigt, schon zur Zeitpunkt der Planung, dann baut man nicht einfach nur ein tolles Vastu-Haus, das wunderbar schöne Energie hat, sondern man baut dann für die Menschen, für die Bewohner, ihr ganz persönliches Zuhause, ihr ganz persönliches Nest.
da kommt oft gerade auch die Frage, ja, was ist denn, wenn jetzt das Haus mal verkauft wird oder noch Nachwuchs kommt, wo wir jetzt die Geburtszeiten noch nicht gekannt haben. Da kann ich gerade wieder sagen, eben was du ist so ganzheitlich orientiert, dass jedes Vastu-Haus ein gutes Haus ist für jeden Menschen auf der Erde, aber es dann einfach noch ein ganz, so wie das, der Punkt auf dem I, noch dieser kleine Feinschliff ist, wo man das Haus dann noch ganz perfekt tuned abstimmt auf die zukünftigen Bewohner. Ja, ja, und es sind ja auch so viele Feinheiten. Ich werde nie vergessen, mein Lehrer, der war Sandlat, der sich auch mit Vastu-Shastra auskennt, der hat dann diese Geschichte erzählt, dass in dem Haus von Klienten das Kind neben der Toilette quasi das Zimmer hatte, ja, und unglaublich schlecht in der Schule war, ja. Und allein schon dieser Wechsel von dem einen Raum, das Kinderzimmer, in einen anderen Raum zu verlagern, hat dazu geführt, dass sich diese ganze Situation in der Schule aufgelöst hat. Und das fand ich auch schon spannend, weil es sind manchmal so kleine Dinge, die wir auch verändern können. Oder wenn du sagst, ne, in einem Vastu-Haus wird erst gar nicht das so neben der Toilette in dem Sinne gebaut oder bestimmte Dinge berücksichtigt, wo Wasser fließt und so weiter, dass diese Energien schon generell für jeden Menschen einfach durch diese Grundprinzipien, wie du sagst, fließen können. Das ist so. Also das, was ich bis jetzt erzählt habe, bezieht sich natürlich vor allem darauf, wenn jemand das Glück hat, von Grund auf neu planen zu können und von Grund auf neu bauen zu können. Und die anderen Prinzipien, die dann noch folgen, die kann man natürlich in genau gleicher Weise auch in bestehenden Räumlichkeiten nutzen. Und solche Beispiele kenne ich nur zu gut. Also ich habe viele in meinen Beratungstätigkeiten natürlich auflösen können, wo zum Beispiel, also ein kleines Beispiel von einer siebenköpfige Familie, die hatten 5 Kinder. Und ich habe gesehen, dass die jüngste Tochter genau im Südwesten schläft. Der Südwesten ist der Erde zugeordnet. Das ist das grobstofflichste der Elemente und kann dazu führen, dass man dort so ein bisschen in die Autorität kommt oder schlecht ausgedrückt, negativ ausgedrückt, in die Dominanz kommt. Und ich habe dann nur mal so sanft die Mutter gefragt, wie sind denn die Kinder so und wie ist denn da die kleinste Tochter? Und sie so, ach, das sei die Schlimmste. Die hat die ganze Familie im Griff. Und zwar, wenn die am Sonntag irgendwo hin will, dann kann die so lange stürmen, bis die ganze Familie am Schluss ja sagt und zustimmt und etwas macht, was die Kleinste wollte. Oder auch umgekehrt, wenn die Kleine irgendwo nicht hin will, sie bringt es fertig, dass die ganze Familie zu Hause bleibt und frustriert ist. Und ich habe so gesagt, gut, vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, die kleine Tochter aus dem Südwesten in eine andere Richtung zu platzieren, weil das eben der Ort der Dominanz ist, vor allem eben für Kinder. Das, für die Eltern ist es natürlich, da kommen sie in ihre natürliche Autorität, für die Kinder ist es aber eher ungünstig. Und siehe da, so 2-3 Wochen später hat mir die Mutter angerufen, wenn sie das früher gewusst hätte, die hätte das natürlich schon viel früher gemacht, dann hätten wir ganz viel, Spannung in der Familie vermeiden können. Aber sie sei froh, es überhaupt zu wissen und sei sehr dankbar, dass ich ihr das empfohlen habe, weil jetzt sei die Tochter viel, viel angenehmer geworden, seit wir sie umplatziert haben. Solche Beispiele gibt es viele und dafür eignet sich natürlich auch die Optimierung von bestehenden Räumlichkeiten. Ja, ich denke gerade auch so an meine Kindheit zurück. Mein Kinderzimmer war nämlich auch genau neben der Toilette. Also ich habe quasi mit dem Kopf ungefähr neben der Toilette geschlafen, wenn man so nur die Wand dazwischen nimmt. Und man glaubt es vielleicht nicht, aber ich war keine gute Schülerin in dem Sinne, beziehungsweise, dass ich mich nie gut konzentrieren konnte, auch zu Hause, ja. Und auch immer die Schule gut geschafft in dem Sinne, aber es war alles immer ein bisschen schwierig, weil ich mich nie hinsetzen wollte, ne? Und so viel, was man irgendwie, wenn man das vielleicht gewusst hätte, auch so im Nachhinein rückblickend, wo es vielleicht gar nicht, man identifiziert sich dann so oft mit den Energien, ja, ohne irgendwie auch zu schauen, dass es anders geht. Ja, während meinem Studium war das komplett anders, ja. Da hatte ich eine eigene Wohnung, das Zimmer war ganz anders ausgerichtet, die Toilette ganz woanders, ja, wenn ich jetzt so
mit ein bisschen Basto-Wissen da drauf schaue. Das war viel optimaler ausgerichtet, ja. Und auf einmal funktionierte das Lernen und das Studieren gut. Und dass da so viele Einflussfaktoren auch von der Bauweise herrschen können. Ich glaube, manchmal kann man das gar nicht richtig greifen. Aber wenn man das schon mal erfahren hat, auch meinen Raum oder meine Wohnung, habe ich einfach, natürlich kann ich die Bauweise nicht ändern, aber ich habe damals einfach so ein paar Sachen auch nach Basto ausgerichtet, die einfach dazu geführt haben, dass auch sich jeder gleich wohl gefühlt hat. Also jeder, der in diesen Raum getreten ist, hat sofort gesagt, oh, das fühlt sich total gut an und das ist total, total schön hier. Und genau, da möchte ich nochmal so ein bisschen einhaken. Wie kann man denn jetzt vielleicht auch Räume umgestalten, wenn man sagt, ich habe jetzt nicht nach Basto gebaut, aber ich habe jetzt hier dieses Objekt. Wie kann ich vielleicht in der, da nochmal ein bisschen mehr Fluss reinbringen? Ja, gerne. Also das eine ist eben, es ist generell mal eine Wechselwirkung. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur der Raum selbst entscheidet, ob mein Leben jetzt gut verläuft oder harzig verläuft, sondern man sucht sich die Räume ja natürlich auch ein bisschen aus mit seinem Mindset, mit seinem Charakter, mit seinem Karma, wenn man mal so will. Und dann ist es aber gut, wenn man eben eine Lehre hat, wie das Basto, das quasi wie die Außensicht erlaubt. Also das heißt, man geht mal einen Schritt zurück, geht in die Beobachterrolle, schaut ja, was ist denn zu Hause überhaupt da? Und dann konsultiert man eben zum Beispiel die Schriften oder einen Vastu-Berater und schaut, okay, was wäre jetzt denn da zum Optimieren? Und das ist wichtig im Verständnis, dass jetzt nicht das Vastu das ist, was mir jetzt nützt oder schadet, oder der Raum das ist, was mir jetzt nützt oder schadet. Aber es gibt so dieses Beobachterperspektive. Und wenn man die hat, genau, dann kann man da einsteigen und mal schauen. Das Wichtigste ist eigentlich immer mal, wie ist das Zentrum? Es ist nicht immer ganz einfach, das Zentrum zu identifizieren. Wenn das aber mehr oder weniger ein schön quadratischer oder rechteckiger Grundriss ist, kann man eigentlich von beiden Diagonalen einfach mal eine Linie ziehen und findet diesen Zentrumspunkt, von wo aus man schauen kann, ja, wie ist das Zentrum? Ist es eher frei, ist es eher blockiert? Wenn es blockiert ist, halt möglichst freiräumen. Das ist das Erste. Manchmal mache ich das in meinen Beratungen sogar gerade mit den Kunden. Wenn da irgendwelche schwere Schränke oder schwere Möbel im Zentrum stehen, dass wir die an Ort und Stelle schon verschieben. Das ist eigentlich schon mal das Einfachste und Leichteste, weil ein freies Zentrum lässt die Energien fließen und dementsprechend ein blockiertes Zentrum kann wirklich auch andere Lebensbereiche, Erfolg, Beruf, Konzentration, aber auch Beziehungen etc. kann es limitieren und blockieren. Und darum, das ist mal so wie ein erster Bereich, wo man den Fokus drauflegen kann. Und dann, ich habe es angesprochen, Vastu und Ayurveda passen natürlich sehr gut zusammen, weil im Vastu haben wir ähnlich wie im Ayurveda die fünf Elemente, also von Äther oder Raum, das ist das Feinste, aus welchem alle anderen Elemente kommen. Luft, Feuer, Wasser und dann Erde. Und Erde für sich selbst hat dann wieder alle anderen Elemente inhärent drin. Wenn man jetzt das weiß, also ich gebe jetzt gerade mal ein paar Punkte, wo sich die Elemente gerne niederlassen. Im Zentrum haben wir das Ätherelement, das Feinste, eben darum auch wichtig, dass dieses Zentrum frei bleibt. Im Nordosten hat man das Wasserelement, im Südosten das Feuerelement. Darum hat man dort gerne die Küche oder Sauna oder Heizraum oder sonst was, Technik. Im Südwesten ist dann die Erde und im Nordwesten ist das Luftelement. Und anhand von diesen Elementen kann man jetzt auf der einen Seite schauen, ja, was bin ich für ein Dosha? Also ich bin zum Beispiel Vata Pitta. Ich muss schauen, dass ich nicht zu viel Luft habe. Ich hatte mal in einer Wohnung gelebt, wo die einzige Schlafzimmerposition, die möglich war, genau im Nordwesten war. Und ich habe dort viel innere Unruhe verspürt. Ich als Vata Pitta Mensch, es war mir dann zu luftig. Ich war auch unglaublich viel auf Reisen. Das war ja schön, aber es hat dann auch immer so diese innere Unruhe hinterlassen. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich mir
Räume aussuchen muss, wo ich ein Schlafzimmer möglichst im Südwesten, möglichst in der Erde haben kann. So wie ein Pitta-Mensch dann vielleicht auch nicht so gut aufgehoben ist im Südosten. Generell ist das Feuer des Südostens nicht der beste Raum zum Schlafen, weil es für alle Doshas einfach das Feuer unnötig aktiviert. Samaprakriti findet man im Nordosten, da wo sonst eigentlich noch das Wasser ist. Das ist gut für viele Menschen. Oder dann eben, dass man in der Erde im Südwesten schläft, weil es eben dem Schlaf entspricht. Auch für eine Kapha-Person ist der Südwesten immer noch sehr gut zum Schlafen. Das ist nicht zu viel Erde, sondern man braucht so ein bisschen diese Erdung, diese Ruhe des Südwestens. Und natürlich dann in der Nähe der Süden und der Westen, wo es auch gut ist zum Schlafen. Also so von den Elementen her geht man eigentlich ran und kann schauen, okay, was passt jetzt in diese Himmelsrichtung rein und wo platziere ich zum Beispiel meinen Schlafplatz, mein Büro, wo ist die Küche, hat vielleicht die Küche zu wenig Feuer, muss ich da ein bisschen Feuer reinbringen mit Feuerfarben, mit Bildern des Feuers, mit Kerzen etc. Und über die Elemente macht man extrem viel in der Optimierung von bestehenden Räumlichkeiten. Super spannend, auch so dieser Bezug zum Ayurveda. Und ich kann mir nur vorstellen, zum Beispiel auch als Pitta-Typ konsequent in einer Feuerumgebung zu sein, wie viel das auch triggern kann, was Entzündungen betrifft. Ja, allein wenn Leute schon berichten, dass sie das Bett umgestellt haben, ja, und nicht mehr an Schlafstörungen leiden. Und genauso eben auch da mit anderen Symptomen, die sich vielleicht zeigen können, die einfach aufgrund dessen sind, dass das Pitta ständig gereizt wird oder das Vata ständig gereizt wird oder das Kapha eben ja noch an zusätzlicher Schwere gewinnt. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Ja, man sagt ja im Ayurveda immer so wie im Innen, so im Außen, im Außen, so im Innen. Ja, dass das eben nicht nur unsere Nahrung den Einfluss hat, ja, und das Wetter und die Jahreszeiten, sondern natürlich auch ja, die Elemente, die Himmelsrichtung. Ja, auch das ist die Lehre, die sich da wunderbar integriert. Ja, genau. Ja, wir haben erste Haut, das ist unsere physische Haut, die zweite Haut, unsere Kleidung, aber viele vergessen die dritte Haut und das ist unser Wohnraum und unseren Arbeitsraum. Wenn wir da keine guten Voraussetzungen haben, dann kann man noch so viel Therapie, noch so viel gute Ernährung zu sich nehmen. Wenn der Wohnraum einen dabei nicht unterstützt in der Gesundheit, kann es sein, dass da die ganze Zeit immer wieder, es ist wie ein kleines Leck, es ist wie ein Ventil, wo immer die Luft rausgeht. Ja. Ja, sehr spannend. Vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen so aus deinen Erfahrungen teilen, vielleicht auch noch mal so ein paar Beispiele, wo man eben kleine Sachen verändern kann, die einen großen Unterschied machen. Ich finde es auch immer sehr spannend, so ein paar Fallbeispiele zu hören. Eben hast du noch mal eins angesprochen, aber vielleicht auch so was Konkretes noch mal, wo du sagst, ja, das war ein ganz klarer Fall, wo einfach bestimmte Elemente nicht gepasst haben oder vielleicht auch ja, die Konstitution oder Ähnliches da einen großen Einfluss drauf hatte, dass du dass er noch mal so ein bisschen greifbarer wird, vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen. Ja, also man sieht es ja oft so, die Pitta-Leute, die essen ja dann noch gerne scharf, was ihnen ja aber nicht gut tut, oder? Und das ist wirklich so das Typische. Ich sehe das so oft, dass sich Pitta-Leute fast intuitiv, aber nicht auf eine gute Art und Weise, sich dann eben im Südosten niederlassen. Und ich hatte mal ein Pärchen, die haben nicht zusammengeschlafen, also die haben separate Schlafzimmer gehabt und die haben das eigentlich gerade vertauscht gehabt. Also da war er, der Pitta war im Nordosten und sie, die eher Vata war, war dann eigentlich, also es war wirklich genau vertauscht. Und wir haben dann das Ganze umgestellt und eigentlich optimiert dahingehend, dass er nicht mehr im Südosten geschlafen hat, sondern jetzt im Südwesten. Und sie hat auch im Westen geschlafen, also nicht mehr so weit voneinander entfernt und natürlich auch besser der Konstitution ausgerichtet.
Und da waren eigentlich im Nu, haben die eigentlich zurückgemeldet, dass sie jetzt viel, viel besser schlafen, tiefer schlafen, entspannter sind, erholter sind nach dem Schlafen. Also da nochmals wirklich so ein allgemeines Beispiel, wenn es immer geht, dass man sich in den Südwesten legt zum Schlafen, wenn es irgendwo ein Zimmer gibt, das sich dafür eignet, oder halt sonst in den Süden oder in den Westen. Wenn es irgendwie geht, sind das die drei besten Richtungen zum Schlafen und erst dann kommen die anderen Himmelsrichtungen. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, so wie ich die Frage immer bekomme, was mache ich denn, wenn ich für eine ganze Familie koche? Da kann ich ja nicht alle Doshas berücksichtigen. Du hast jetzt das schöne Beispiel gebracht mit einem Pärchen, aber wenn das Pärchen vielleicht zusammenschlafen möchte und der eine ist der Pitta-Typ und der andere der Vata-Typ oder der Kapha-Typ, ja. Was macht man da? Sehr gute Frage. Und das ist natürlich immer recht individuell, weil das eine ist die verschiedenen Typen und das andere ist natürlich die verschiedenen Räume, die überhaupt zur Verfügung stehen. Manchmal gibt es in diesen Bereichen einfach auch kein Schlafzimmer. Und da muss man natürlich die bestmögliche Option finden. Ich gehe da immer ein bisschen schrittweise dran und schaue, ja, wer hat dann am meisten Probleme, also vor allem gesundheitliche Probleme, und nehme vollen Fokus auf die Person. Wie gesagt, also mit dem Südwesten, Süden und Westen kann man fast nichts falsch machen. Weder für Elternschlafzimmer noch für Kinderschlafzimmer. Das eignet sich immer prima. Wenn man jetzt aber Kinder hat, gerade in verschiedenen Altersstufen, dann ist es eigentlich gut, dass man das älteste Kind zum Beispiel in den Nordwesten legt, weil im Nordwesten halt eben dieses Luftelement. Früher oder später wird das Kind ja flügge, wird selbstständig, darf dann auch mal in die große, weite Welt. Und dafür ist eigentlich der Nordwesten gut geeignet. So wie übrigens Nordwesten auch gut geeignet ist für ein Gästezimmer. Weil auch die Fluktuation, die Bewegung der Luft eigentlich gut ist für ältere Kinder oder auch Gäste, die kommen und gehen. Wohingegen wirklich so dieser erdige Teil im Südwesten, Süden und Westen besser geeignet ist für die jüngeren Kinder oder insbesondere natürlich für die Eltern. Also so gesehen ist Südwesten immer gut, weil Erdung einfach allen Doshas gut tut. Und nachher muss man sehr individuell rangehen, wo platziert man jetzt die einzelnen. Kinder sind auch gut im Norden und im Osten aufgehoben. Der Osten noch ein bisschen besser für weibliche Kinder, also für die Mädchen. Wo der Norden eher für die Jungs besser geeignet ist. Und so muss man dann aber schon individuell ein bisschen den Grundriss schauen. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Nesthocker habe, das ist nicht die Schuld vom Kind, sondern womöglich sitzt es im falschen Raum und möchte deswegen nicht gehen, ja? Genau, alles schon gesehen. Und kaum platziert man die um, ist es dann plötzlich soweit, oh, da ist eine Freundin gekommen, oh, ich möchte mit der Freundin zusammenziehen oder was. Es geht dann plötzlich von ganz alleine, ohne dass man da noch groß was machen muss. Ja. Sehr gut. Um jetzt mal so eine Vorstellung für diejenigen zu bekommen, die zuhören und fragen, okay, wie gehe ich sowas überhaupt an? Wie sieht es aus? Welche Zusammenarbeitungsmöglichkeiten gibt es mit dir? Welche Optionen habe ich da? Du kommst, richtest Räume aus, beziehungsweise kann ich das Haus auch von Grund auf mit dir planen? Vielleicht erzählst du da noch mal ein bisschen was. Genau, wie die Zusammenarbeit entsteht, wie nach was du gearbeitet wird, was es braucht überhaupt. Ja, also es gibt eigentlich drei Formen der, wie man da einsteigen möchte. Das eine hast du angesprochen, wenn man das Glück hat und man kann von Grund auf neu bauen, dann ist es wichtig, also da möchte ich was ganz Wichtiges mitgeben, dass man so früh wie möglich das Vastu mit einbezieht. Nichts Schlimmeres, dass die Planung schon mehr oder weniger gemacht ist und dann man noch ein paar Optimierungsmaßnahmen durchführen kann, aber nicht mehr als das, weil einfach sonst müsste der ganze Plan nochmals auf den Kopf gestellt werden. Eigentlich sogar besser, wenn man das Vastu schon berücksichtigt bei der Grundstücksauswahl, weil auch da gibt es ganz viele Prinzipien, die wirken. Da gibt es Grundstücke, die besser geeignet sind und Grundstücke, die weniger gut geeignet sind. Und wenn man das schon von Grund auf weiß und so auch in die Grundstückssuche einsteigt, ist es eigentlich
einfach besser, weil man muss danach weniger korrigieren, man muss danach weniger ausbalancieren. Das ist das Schöne, wenn man diese Möglichkeit hat, auf Grundstückssuche ist oder schon ein Grundstück hat und jetzt von Grund auf planen möchte. Das ist natürlich schon logisch, also die Schriften sind vor allem darauf ausgerichtet, dass man von Grund auf neu plant, weil in dieser Zeit hat man dann entweder was zu berücksichtigt oder nicht. Wir in unserer heutigen Zeit und in unserer westlichen Hemisphäre, ja, wir kennen das, was du vielleicht am Rande. Spannenderweise eben, wenn ich gefragt werde, ja, braucht das jetzt da ein Import eines indischen Architekturlehrer hier nach Europa, dann sage ich, du, wenn, dann ist es schon vor vielen hundert Jahren passiert, nämlich zu Zeiten der Römer, wo der Marcus Vitruvius, der römische Bauherr, seine 10 Bücher über Architektur geschrieben hat. Da waren viele dieser Prinzipien schon drin. Man vermutet, er hatte schon einen Wissensaustausch. Vermutlich über die Griechen, also über die Ägypter, Griechen und so weiter zu den Römern. Und dennoch sind natürlich unsere heutigen Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser selten nach Vastu geplant. Und dafür habe ich dann die Vastu Wohnberatung oder natürlich für Geschäftsräumlichkeiten auch die Vastu Geschäftsberatung. Da kann man eigentlich, da nimmt man das, was da ist und macht ein Reverse Engineering. Also man bringt eigentlich das, was da ist, so weit nah ans Perfekte wie nur möglich. Das heißt, man beginnt eigentlich mal von der Ausrichtung des Hauses. Wie ist das Haus ausgerichtet? Was bedeutet das? Wo sind die Elemente platziert? Entsprechend der Elemente, wo sind jetzt die optimalen Raumfunktionen? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, Küche an einen anderen Ort zu setzen? Gibt es die Möglichkeit, den Haupteingang zu verlegen? Vielleicht gibt es zwei Eingänge. Der eine ist als Haupteingang bis jetzt benutzt, aber vielleicht kann man ja den Nebeneingang zum Haupteingang machen. Also ich gehe zuerst mal von der physischen Ebene ran, schaue, was möglich ist, physikalisch zu ändern, also baulich zu ändern, und gehe dann immer feiner. Also es geht dann wirklich so weit, neben Raum optimal platzieren bis zum Möbel. Wo sind die Möbel in einem Raum am besten aufgehoben? Also wie stelle ich den Schreibtisch? In welche Richtung schaue ich? Wie platziere ich das Sofa? Wo den schweren Schrank? Wie das Bett und so weiter? Und dann geht es eigentlich nochmals eine Ebene feiner, wo wir Farben und Edelsteine nutzen, entsprechend den Himmelsrichtungen, um nochmals die Vastu-Energie zu nutzen, zu optimieren. Und eigentlich die feine, ganz feine Energie auch noch nutzbar zu machen. Elemente nicht zu vergessen. Also ich arbeite auch viel eben mit Öllampen, Kerzen, mit Farben des Feuers, mit Farben des Wassers, mit Wasserschalen, eventuell auch ein Wasserspiel oder sonst was. Also da gibt es dann wirklich von grob bis fein unglaublich viele Möglichkeiten, die wir in einer Vastu-Wohnberatung und Vastu-Geschäftsberatung anwenden. Und dann gibt es natürlich für diejenigen, die das möchten, die sagen, okay, ich will das nicht extern, die Beratung haben, sondern ich möchte das selbst lernen, kann man das auch selbst lernen. Also Vastu-Wohnberaterin Ausbildung oder Vastu-Geschäftsberaterin Ausbildung, sowas ist auch möglich, wenn man jetzt wirklich die Passion entdeckt hat für sich selbst, dass man das jetzt selbst lernen möchte. Das heißt, das bietest du auch an, dass du Leute dann wirklich darin ausbildest, das zu lernen. Genau. Ja, das war eigentlich schon lange geplant und vor 5 Jahren habe ich das dann begonnen auf viel Drängen von Leuten, die das dann auch von mir lernen möchten oder wollten. Und seit 5 Jahren biete ich jetzt regelmäßig jedes Jahr so Ausbildungen an, wo man das auch wirklich selbst für sich lernen kann. Und es braucht also wirklich keine Innenarchitektur oder keine Architekturausbildung als Grundlage. Ich bin ja selbst Quereinsteiger. Eben mittlerweile habe ich auch ein CAD. Mittlerweile einfache Gebäude könnte ich mir jetzt auch planen. Aber das Spannende war wirklich, dass man Vastu so lernen kann, auch als Quereinsteiger. Und so gebe ich das auch weiter an die Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmer.
Jetzt fragen sich vielleicht einige, na, wenn es auf die Doshas ausgerichtet wird, auf meinen Körpertyp und auf meine Geburtszeit oder die Astrologie, muss ich da mein Dosha kennen? Muss ich meine Geburtszeit kennen, damit ich das nach Bastu ausrichten kann? Also genau, was braucht es? Ja, also für die Vastu-Architektur, da ist es gut, dass man natürlich seinen Geburtszeitpunkt so genau wie möglich kennt. Also es ist nicht nur das Datum und der Ort, sondern auch die Geburtszeit. Muss man halt wirklich in die Geburtsurkunde nachschauen. Wenn man das nicht weiß, gibt es von der vedischen Astrologie her auch Techniken, wo man anhand von großen Lebensereignissen da auch ein bisschen die Geburtszeit korrigiert, also herausfindet, wann die genau war. Gibt also wirklich Methoden, wo man das herausfinden kann. Das braucht man aber in erster Linie für, wenn man jetzt wirklich von Grund auf planen kann und möchte. Dann gibt es für die Vastu-Wohnberatung, ist es von Vorteil, nicht zwingend, aber von Vorteil, wenn man sein Dosha kennt, seine Konstitution und die der Familienmitglieder, die jetzt im gleichen Haus sind. Wie gesagt, Vastu funktioniert auch sonst, eben der Südwesten und der Süden und der Westen ist generell gut zum Schlafen, ob man jetzt sein Dosha kennt oder nicht. Aber gerade dann, wenn noch Kinder im Spiel sind, Kinderzimmer verteilt werden sollten oder Hobbyräume oder Büro, Homeoffice und so weiter, ist es natürlich von Vorteil, wenn man die Konstitutionen der Bewohner kennt und darauf ganz persönlich eingehen kann. Ein bisschen ein Auge habe ich auch entwickelt, ich bin aber immer froh, wenn das dann wirklich eine Ayurveda-Expertin oder eine Ayurveda-Experte ein bisschen tiefer analysiert hat. Ja, ja, super. Genau, vielleicht können wir noch mal so ein paar Basics zum Schluss festhalten, um alle, es war jetzt viel Information, noch mal so ein paar Grunddinge abzudecken, was wichtig ist. Und genau, dann natürlich auch, wo wir dich finden und wie wir mit dir zusammenarbeiten können. Ja, also eben, man spürt es vielleicht, Vastu ist ein Riesengebiet, also ähnlich wie Ayurveda und Jyotish, man kann 12 Jahre lernen und hat noch lange nicht ausgelernt. Darum ist es auch schwierig, natürlich jetzt viele der Prinzipien in kondensierter Form in so einem Podcast auch wiederzugeben. Auch volles Verständnis von meiner Seite, wenn jetzt einfach nur einzelne Happen hängen bleiben und nicht gerade ein Gesamtbild entstanden ist. Ich kann aber vielleicht ein paar wenige einfache Prinzipien nochmals zusammenbringen. Das Zentrum hat im Vastu ein ganz hohes Gewicht. Das ist der Herzraum. Von daher kommt eigentlich so ein bisschen die Energie, die in alle Richtungen ausbricht, in alle Richtungen fließt. Und darum ist das Zentrum sehr wichtig, das irgendwo freizuräumen. Man kann das machen, so weit wie man kommt. Manchmal gibt es aber auch Treppen, Wände, Toiletten und so weiter im Zentrum, die man jetzt einfach nicht wegräumen kann. Und da eignet sich schöne, harmonische und ich sage mal im Sanskrit, ein Sanskrit-Wort Sattvisch, was so viel heißt wie tugendhaft oder ruhige Musik. Weil Musik ist ganz eng mit dem Ätherelement verbunden und das Ätherelement ordnet ja vom Zentrum her in alle Richtungen. Und wenn man jetzt ordnende Musik, ruhige, schöne Musik spielt, Meditationsmusik oder diese klassisch-indischen Raga-Stücke abspielt, dann hat das einen guten Effekt auf den gesamten Raum. Also es ist nicht zu unterschätzen, welche Kraft Klang hat und dass man halt bewusst auch so ein bisschen diese ruhigen Klänge mit in den Wohnraum nimmt. Was anderes Schönes ist, ein Raum ist im Vastu immer ein lebendiges Wesen. Also sobald 4 Wände und ein Dach drüber gebaut werden, entsteht aus dem Verständnis von Vastu ein lebendiges Wesen, das eben einen Herzbereich hat, das pulsiert, das mit Leben gefüllt ist. Und es ist schön, mit diesem Raum in Beziehung zu treten. Also man kann mit dem kommunizieren, man kann den schön anziehen, schön schmücken, schön schminken, wie man so will, mit schöner Kunst, mit schönen Möbeln, mit einer schönen Innenarchitektur, mit einer schönen Inneneinrichtung, kann man dem Raum viel Aufmerksamkeit geben. Man kann sich auch wirklich bedanken für die Zuflucht,
der unser Haus oder unsere Wohnung uns schenkt, und wirklich so in Beziehung treten. Und mit in Beziehung treten gibt es noch was ganz Schönes, das man eigentlich regelmäßig machen kann. Man putzt ja sein Haus oder seine Wohnung regelmäßig auf der physischen Ebene. Jetzt kann man, sobald geputzt ist, auch noch feinstofflich reinigen, indem dass man eine kleine Räucherzeremonie macht. Entweder mit einem Räucherstäbchen oder wirklich so mit einer Räucherschale, mit einer Kohletablette, wo man verschiedene Harze drauf gibt und wirklich zum Beispiel einmal in der Woche halt wirklich durch die ganze Wohnung, durchs ganze Haus geht und Energien, die sich gerne hinter Türen, unter Schränken, überall da, wo sich die Spinnnetzen bilden, da lässt sich ja auch die Energie, manchmal stagniert sie da ein bisschen, und das kann man so über solche Räucherzeremonien ein bisschen ins Fließen bringen. Und vielleicht noch ein schöner Punkt so zum Abschluss: Der Haupteingang ist immer ganz wichtig im Vastu. Normalerweise, wenn jetzt gebaut ist, hat man wenig Möglichkeiten, den Haupteingang zu optimieren. So oder so, ob der Haupteingang gut oder schlecht ist, man kann zusätzlich den Haupteingang stärken, indem man den Eingangsbereich hell und einladend gestaltet, da auch Ordnung hält, also einen schönen Schuhschrank, wo man die Schuhe verstaut und nicht alle nur rumliegen lässt. Und dann noch was ganz Persönliches. Vastu ist komplett von jeglicher Spiritualität und Religion gelöst. Vastu sagt einfach, wenn man beim Betreten des Raumes auf etwas schaut, das für einen selbst einen erhebenden Charakter hat, sei das jetzt für die einen eine Buddha-Statue, für die anderen ist es ein Heiligenkreuz, für andere ist es vielleicht einfach ein schönes Symbol oder das irgendwas, das ist komplett individuell, aber dass man beim Betreten der eigenen Wohnung oder des Hauses daran erinnert wird, dass ich jetzt meinen eigenen Sacred Space im Englisch, also meinen heiligen Raum betrete. Für das eignet sich so ein Objekt. Es kann ein Bild sein, es kann aber auch eine Statue sein. Eignet sich prima, dass man beim Betreten des Raumes einfach daran erinnert wird. Das waren so ein paar einfache und vor allem allgemeingültige Tipps. Wir werden aber noch ein Link verlinken, wo wir das auch zur Verfügung stellen, so ein bisschen als PDF, dass man das jetzt nicht alles nur sich erinnern muss, sondern dass man das nochmals zusammengefasst hat. Genau, das haben wir im Vorfeld besprochen, dass du da einen Link zur Verfügung stellst, wo ihr euch, liebe Hörerinnen und Zuhörerinnen, eintragen könnt, um das PDF runterzuladen, kostenlos, und dann nochmal die wichtigsten Prinzipien im Überblick habt, was das Vastu anbelangt. Wo finden wir dich? Auch das verlinken wir natürlich nochmal, aber auf welchen Kanälen bist du zu erreichen? Genau. Mittlerweile fast überall, aber die Hauptkanäle, ja, logischerweise die Webseite, wo man sich eben auch eintragen kann für den Newsletter, den ich empfehle. Ich spamme nicht, ich komme fast nicht dazu, aber wenn ich was mitzuteilen habe, ist es meistens ganz spannend. Gleichzeitig ist es natürlich auch Facebook und Instagram. Das sind in der heutigen Zeit halt auch die Kanäle, wo man noch häufiger mal was liest oder mal was sieht von mir, wo ich auch viele kleine Wissenshäppchen abgebe, wo man jetzt so eben auf was man schauen kann im eigenen Bereich. Und dann natürlich bin ich über die üblichen Kanäle von Telefon, E-Mail, LinkedIn, auch WhatsApp etc. bin ich erreichbar, und das ist dann eigentlich alles verlinkt. Super, wir verlinken auf jeden Fall nochmal die sozialen Medien und die Webseite und natürlich auch den Link zum PDF. Mhm. Lieber Marc, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich hoffe, dass wir alle so ein paar Prinzipien mitnehmen konnten. Ich glaube, ich bin nach wie vor begeistert von dem, was eigentlich, wie sehr wir unser Leben gestalten können, durch einfach ein bisschen mehr Bewusstsein, egal ob das unsere Ernährung ist, ob wir schauen, wie wir Räume gestalten, und
du bist auch so ein Freund von, ja, es gibt bestimmte Prinzipien, aber es muss auch immer für das Individuum passen, ja, also, dass man auch wirklich nochmal auch reinspürt, was fühlt sich denn eigentlich für mich richtig an, ja, und das finde ich auch nochmal schön, weil es so einen offenen Raum wiederum kreiert. Ja, das ist ja immer so. Also wenn wir im Westen was kennenlernen, dann meinen wir immer, wir müssen zu 100% und es gibt keine Ausnahme. Und wenn man dann in Indien schaut, wie es die Indier praktizieren, das kennst du sicher aus dem Ayurveda. Und so habe ich es auch im Vastu gesehen. Ja, die Prinzipien sind da, sie unterstützen uns. Wie viel wir von denen dann integrieren wollen, das ist dann jedem selbst überlassen. Und die sind da ganz locker drauf und so möchte ich das oder so praktiziere ich das auch. Ich gehe bis dorthin, wie weit ich komme und wenn es dann nicht weitergeht, weil das Baugesetz oder das Haus oder die Kunden dann irgendwo sagen, so, das reicht mir jetzt mal so weit, dann ist dann auch gut und dann stimmt es dann auch. Ja. Ja, super wichtig. Vielen Dank, dass du da warst. Und, ich danke dir, weil es macht mir immer Freude, das Vastu auch einer oder neuen Leuten bekannt zu machen. In dem Sinne auch ganz vielen Dank an dich, dass ich diesen Raum da zur Verfügung hatte. Vielen Dank, dass du mit dabei warst bei dieser Episode und ich hoffe sehr, dass sie dich inspiriert hat. Ich hoffe sehr, dass du ja genauso wie Ayurveda und Yoga vielleicht auch ein paar Vastu-Prinzipien in deinen Alltag integrierst. Alles immer nach der 80-20-Regel natürlich und die Freude daran findest, durch ja, kleine Veränderungen vielleicht schon sehr Großes bewirken zu können. Ich freue mich, wenn du zum Austausch bei Instagram oder Facebook vorbeischaust. Dort gibt es immer einen aktuellen Post zu der Podcast-Folge. Und du findest mich auf Instagram unter dr.dania.schumann und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann. Und du findest mich natürlich auch auf meiner Webseite, wo du auch mehr über mein Angebot erfährst, die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach, die bald wieder startet. Und mein Jahresprogramm Nourish Your Life startet wieder im Januar. Hier ist die Anmeldung auch bald geöffnet. Und du findest auf meiner Webseite auch einen kostenfreien Test, um deinen Dosha zu bestimmen, sowie viele Rezepte und Anregungen zu Ayurveda, Ernährung, Yoga und der ernährungswissenschaftlichen Perspektive. Teile die Folge gerne mit Menschen, die das Thema interessieren könnte. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest. Das hilft mir sehr. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald. Namaste.